Oder wir müssen einfach Gypsy nochmal decken lassen. Wir werden heute nochmal an einem Turnier teilnehmen, an einem weiteren. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwelche tollen Hengste eventuell vielleicht noch rumspringen. Suul, Suul, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal den, wie hieß er, Nasuri Texture Mod reingepackt. Texture Custom Content. Dadurch haben wir ein bisschen realistischere Bemuskelung. Beim letzten Mal hatte ich ja das Gefühl, er sieht nicht großartig anders aus als der erste. Jetzt habe ich aber schon das Gefühl, dass es weniger heftig ist. Ich sage ja, sie muss immer pinkeln, wenn ich sie groß im Bild habe. Das Einzige, was ich komisch finde oder was mir nicht so gut gefällt, sind hier die Falten unterm Hals. Die finde ich halt eigentlich ein bisschen zu heftig. So. Gut, ihr Lieben, wir müssen jetzt erstmal schauen, wir müssen ganz, ganz dringend mehr Geld machen. Und wir müssen auch ganz, ganz dringend hier mal ein bisschen Bespaßung für Cecilia in menschlicher Form organisieren. Wir haben einiges zu tun, ich sag's euch. Da muss ich jetzt mal ein bisschen was tun hier. Wie ist das eigentlich? Kann ich... Oh, hier, die sind ja alle bestens drauf. Wollen wir nicht nochmal ein Turnier mit ihr reiten? Könnten wir auch nochmal machen. Was sagen unsere Pflänzchen? Um die können wir uns gleich kümmern. Ich würde jetzt, glaube ich, erst nochmal ein Turnier mit ihr reiten. In der Hoffnung, dass wir da nochmal gut abschneiden. Ja, ich habe sie zurückgeholt. Ich habe nämlich beim letzten Mal einfach nicht gespeichert und habe nochmal bis zu diesem Stand zurückgespielt. Vielleicht erinnert ihr euch, sie ist mir ja weggenommen worden, die arme kleine Maus, weil ich mich nicht gescheit um sie gekümmert habe. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. Ich liebe diese Haltung übrigens, by the way. Finde ich richtig, richtig cool. Direkt erstmal ein Screenshot gemacht hier. Ja, und ich würde sagen, dann geht's gleich zum Turnier. So, da sind wir auch schon. Wir müssen uns hier auch unbedingt mal in der Nachbarschaft noch ein bisschen besser umgucken. Hier gibt's, glaube ich, noch so viel zu entdecken. Ah, hier, guck, jetzt haben wir doch fortgeschritten. Freigeschaltet. Für Springreiten und Ausdauer. Ach, oh Gott, das Turnier, das war auch nicht gespeichert. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Also theoretisch hat sie die Fähigkeiten hier für den nächsten, fürs nächste Turnier. Aber da ist halt auch die Teilnahmegebühr deutlich höher. Das heißt, ich würde jetzt nochmal in der Anfängermeisterschaft reiten, weil so unfassbar viel Geld haben wir halt momentan einfach nicht. Und ja, vielleicht haben wir da Glück und gewinnen auch endlich mal Gold. Kann ja sein, dass wir mal Erster werden. Und gleich ist das Turnier vorbei. Wieder nur Bronze, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Nein, wir haben immerhin 100 Simoleons Gewinn gemacht. Aber ich finde das halt echt krass, wie schlecht wir sind. Liegt das in ihrer Fähigkeit, dass wir einfach... Aber sie hat doch auch schon Reiten auf 5. Guck mal, sie hat doch Reiten auch schon auf 5. Also ich verstehe nicht, warum wir hier immer so schlecht abschneiden, obwohl Gypsy ordentlich drüber ist, was die Fähigkeiten angeht. Und Cecilia ja auch. Also das kann ich echt irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Ich glaube, sie will schon wieder zocken. Kann das sein? Aber das taucht nie auf da an der Seite. Und ich wette mit euch aber trotzdem, ja, es war klar, dass sie jetzt hier wieder an den PC geht. Oh Mann, nein, sollst du nicht. Ich will mal schauen, wir könnten eigentlich auch mal ein bisschen Musik hören. Country wäre doch hier eigentlich ganz cool, oder? Können wir hier Bücher kaufen? Wartet mal. Konnte ich nicht, ich wollte gerade sagen, ich kann doch irgendwie... Hier waren das, das waren die Fähigkeitenbücher. Angeln, Archäologie, Backen, Blumenbinden, Charisma, Comedy, Erziehung, Fitness, Forschen und Debattieren, Fotografie... Geige, Geschicklichkeit, Gitarre, Gourmetküche, Gärtnern, Herstellung Band 1, Thermoplaste und du. Ist es das? Ich bin jetzt gerade dezent verwirrt. Sonst, wir haben es ja noch nicht ganz so spät, dann kann sie vielleicht einfach nochmal Nektar herstellen. Wir haben ja noch die Möglichkeit. Wir haben auf jeden Fall... Ach ja, stimmt, Apfelnektar kann ich jetzt auch herstellen. Ich habe nämlich, als ich dann im Off das Ganze reproduzieren musste, habe ich ein paar mehr Äpfel bekommen. Aber ich würde jetzt trotzdem bei den Trauben bleiben, weil ich will ganz gerne das Regal aufgeräumt behalten. Ich will, dass hier erstmal nur Traubennektar drin ist, weil das ist halt ziemlich teuer, das Regal. Und deswegen will ich einfach nicht, dass da... ja, dass ich jetzt noch ein zweites kaufen muss oder dass ich Unordnung habe. Das will ich gerade beides nicht, von daher machen wir jetzt erstmal nur Traubennektar.
So, Leute, ich habe jetzt einen Entschluss gefasst. Bevor wir uns jetzt hier weiter um unsere Tiere kümmern, werde ich jetzt erstmal in der Sim-Dating-App vorbeischauen. Vielleicht findet sie da ja jemanden, der zu ihr passen würde. Spezielles Date, Blind Date, weibliches Blind Date, One Night Stand für Hookup anmelden. Melde dich für den Hookup-Service an. Andere Sims, die Sim da verwenden, können sich mit dir, mit mir in Verbindung setzen, um dich für einen schnellen Hookup zu treffen. Das könnten wir mal machen. Muss dann aber halt auch passen. Apropos, hier würde ich noch das Präriegras ernten. Zumindest einmal. Wir haben nämlich auch noch was anderes. Ach stimmt, das war schon mal gut. Den könnten wir für 220 verkaufen. Das ist nicht schlecht. Da war jetzt offensichtlich nichts drin. Oh, der glitzert. Der Pferdemist glitzert. Das ist hervorragende Qualität gewesen. Sie hat schon wieder Hunger. Was haben wir hier? Pferdemist von hervorragender Qualität haben wir bekommen. So, ich möchte das Gypsy. Warte mal, wir müssen mal gucken. Ich brauche dringend simlische Hilfe, Leute. Ich brauche dringend simlische Hilfe. Wir müssen uns ganz dringend hier mal mit einem Sim anfreunden. Dass wir hier. Oder halt der Ranch-Service. Aber der ist teuer. Der ist richtig teuer. Leute, ich glaube, wir starten ein neues Projekt. Und zwar werden wir ein Pferd... Ach, du Schande, was ist denn hier los? Was ist denn da los? Vielleicht retten wir noch ein Pferd, egal welches, und bilden es einfach ein bisschen aus und verkaufen es dann. Dann müssen wir natürlich schauen. Heuraufe auffüllen. Da müssen wir natürlich immer gucken. Also für 250 Simoleons könnten wir uns theoretisch ein Pferd retten, das dann wirklich ausbilden, da unseren Fokus so ein bisschen drauflegen und das verkaufen. Wobei, es ist halt die Frage, es macht eigentlich macht es keinen Sinn. Bis wir das Pferd dann verkaufen können, dauert das halt einfach zu lang. Oder wir müssen einfach Gypsy nochmal decken lassen. Wisst ihr was? Wir nehmen jetzt Gypsy gleich mit. Wir füllen die Heuraufen auf. Dann gehen wir mit Gypsy in die Stadt. Werden heute nochmal an einem Turnier teilnehmen, an einem weiteren. Und dann gucken wir mal, ob da irgendwelche tollen Hengste eventuell vielleicht noch rumspringen, mit denen wir uns anfreunden können, damit wir noch einen anderen Hengst für Gypsy bekommen. Natürlich könnten wir jetzt auch ein weiteres Mal Sunset auf sie drauf schicken. Aber sind wir mal ehrlich, das ist doch auch irgendwie langweilig, wenn wir immer das Gleiche machen. Von daher würde ich sagen, gucken wir mal. Hier ist doch auch noch ein Pferd. Hier gibt es auch Pferde bei der Familie Grove. Genau, da hätten wir theoretisch auch welche, aber das ist eine Stute. Das hier ist ein Hengst, aber dann haben wir noch einen Schimmel. Ist halt auch blöd. Aber ich weiß es gar nicht. Springen hier noch mehr Pferde rum? Gooseman, wer ist denn Gooseman? Lasst uns da wildes Präriegras. Lasst uns da mal mit Gypsy hin. Wir besuchen den jetzt einfach mal. Wir kennen den kein Stück. Wir drängen uns jetzt einfach mal auf und werden Kontakt mit seinem Pferd knüpfen. Er interessiert uns eigentlich oder interessiert mich jetzt eigentlich gerade gar nicht so sehr. Aber ich möchte, dass Gypsy oder Cecilia sein Pferd kennenlernt. In der Hoffnung, dass es keine Stute ist. Das wäre echt blöd. So, was haben wir denn hier? Ein Kaltblut? Freundlich vorstellen. Wer bist denn du? Duke Gooseman. Oh Gott, der heißt auch Duke. Oh, der ist so ein bisschen vorsichtiger. So, hier. Wir müssen dich mal kennenlernen. Freundlich. Können wir ihm eigentlich auch schon den Hals kraulen? Oh, der vertraut uns aber schnell hier. Das ist aber doch gut. Witz erzählen. Wir müssen jetzt hier mal Fell bürsten. Da freut er sich doch bestimmt drüber. Nochmal den Hals kraulen. Wie geht's denn, Gypsy? Sehe ich das hier gar nicht, wenn wir nicht zu Hause sind? Aber guck mal, wie cool die Muskulatur einfach bei einem Pferd auch aussieht, was nicht so dunkel ist. Was nicht so hell ist. Er fragt sich jetzt auch, was ist hier los?
Uni aufsteigen will ich nicht. Oh, guck, die beiden haben auch Freundschaft geschlossen. Das sind doch hier die perfekten Voraussetzungen. Das sind doch die perfekten Voraussetzungen, Leute. Aber ihn kennen wir noch nicht wirklich gut. Pferdepflege. Wie lange dauert das denn, bis wir uns mit einem Pferd angefreundet haben? Freut er sich über ein Mörchen? Halskraulen? Ich glaube, wir müssen einfach gut miteinander befreundet sein. Kompliment über Körperbau machen hier. Da freut er sich doch bestimmt, wenn wir dem so ein bisschen... Oh, das war jetzt gerade nicht gut. Aber da freut er sich doch bestimmt, wenn wir dem so ein bisschen... wenn wir dem so ein bisschen schmeicheln, oder? Wir haben jetzt schon Freundschaft geschlossen. Ich weiß nicht, ob das eventuell vielleicht schon reicht. Wir ermutigen einfach ihn mal dazu, sich mit Gypsy zu paaren. Und dann gucken wir mal, was passiert. Die Gute geht jetzt bitte nicht schlafen. Doch, die döst so ein bisschen vor sich hin. Ja, guck mal, wie cool das auch hier aussieht. Was ist denn eigentlich da hinten? Guck mal, hier ist so eine abgebrochene, hier ist so eine Brücke. Was ist denn da? Unbekanntes Pferd. Oh je, abgestürzt. Und hier haben wir wie so eine alte Mine. Aber warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, Halskraulen. Jetzt ist gerade nicht mehr drin. Warte mal, Gypsy aufwecken. Und dann schauen wir noch mal, ermutigen, sich zu paaren mit Gypsy. Dann testen wir das Ganze noch mal aus. Das wäre jetzt der Hammer, wenn das schon so schnell klappen würde. Was hat er denn für Merkmale? Ich weiß gar nicht, was er für Merkmale hat. Profil öffnen. 17.400. Der ist natürlich richtig viel wert. Der Obi. Oh, das finde ich richtig süß. Aber ich weiß nicht, geht das jetzt oder geht das nicht? Freundlich, ermutigen. Was kam denn da eben? Wie hat er denn reagiert? Ich glaube nicht, dass er das so toll fand. Oder? Aber warte mal. Wie kann ich denn mehr über ihn erfahren? Nein, du sollst nicht ans Dings gehen. Ach so, nee, das war auch nicht das, was ich wollte. Aber wir müssen auch nicht erst irgendwie... Oh? Oh, Leute. Leute, hier geht's wieder rund. Hier geht's wieder rund. Erwartet Gypsy vielleicht schon bald ihr nächstes Fohlen? Ich bin mal gespannt, was steht jetzt hier? Freundlich, ermutigen, paaren mit. Ach so, okay, das sehe ich jetzt noch nicht. Das sehe ich jetzt noch nicht, aber das werden wir schon noch rausfinden. Und da können wir vielleicht, wenn wir jetzt eh gerade schon mal hier sind, wir sammeln jetzt da den Pferdemist noch ein. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Oder auch nicht. Warte mal, zieh dich mal um. In dem Outfit kannst du ja schlecht aufs Pferd drauf. Outfits, Outfit ändern, das hier ist schon okay. Dann können wir vielleicht mal ein bisschen aufsteigen, noch mal ein bisschen rumreiten hier in der Nachbarschaft und das einfach mal so ein bisschen auf uns wirken lassen hier. Wir waren ja hier noch gar nicht unterwegs, großartig. So, lass uns mal zu einem entspannten Ritt aufbrechen. Oh, da geht's aber jetzt direkt über eine Schlucht drüber. Da geht's jetzt hier aber... Guck mal, da unten, da ist eine Höhle. Oh. Da unten, da ist eine Höhle.
kommen wir denn da runter? Da hinten. Ach, guck, wir können hier sogar in der freien Natur quasi trainieren. Wie cool ist das denn? Ist ja richtig... Oh, sie ist überhitzt. Hier. Oh, Pferdephantomhöhle erkunden. Höhlenfortschritt 0 von 100. Wie viele Ebenen gibt's denn da? Okay, das müssen wir auf jeden Fall mal machen, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Aber da es ihr jetzt gerade überhaupt nicht gut geht, beziehungsweise sie überhitzt, würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Heimweg. Oh, da ist eine Korallenschlange? Weiß ich nicht, irgendeine. Also es war keine Klapperschlange oder so. Aber schön ist das hier. Gefällt mir gut, die Umgebung. Aber ich würde trotzdem sagen, stopp. Noch nicht nach Hause. Reite mal bitte dahin. Das können wir natürlich auch mal machen, Leute. Mal einen Ausritt machen und gucken, was es hier alles einzusammeln gibt. So, da jetzt bitte mal graben. Beruhig dich, Mädel. Die Sienna ruft an. Du wirst es nicht glauben, aber Salma Chukri ist ja so ein Schnuckelchen. Ich bin verliebt. Oh, wow. Schon wieder eine neue. Und das hier, Leute, das muss ich screenshotten. Oh, ich liebe es. Es ist so schön. Sie ist kokett. Warum? Nennt mich einfach Amor. Ach so, weil sie andere Sims verkuppelt hat. So. Dann guck mal, was du findest. Vielleicht ist da irgendwas Tolles drin, was wir verkaufen können. Bei 921 Simoleons sind wir. Das Schöne ist, wir kriegen ja mittlerweile 40 Simoleons, wenn wir irgendwie was abwaschen. Beziehungsweise in den Dings schmeißen, in den Mülleimer. Alter, bei uns geht gerade die Welt so ein bisschen unter. Alabaster, gewöhnlich. 30 Simoleons, okay. Das ist jetzt nicht das allermeiste wert. Aber egal. Ich bin froh über alles, was ich irgendwie hier an Geld machen kann. Von daher will ich mich mal nicht beschweren. Jetzt geht's aber erstmal wieder nach Hause mit den Mädels. Oh, Leute! Gypsy erwartet wirklich Nachwuchs. Sehr cool, es hat geklappt mit Duke. Also nicht mit ihrem Duke, sondern mit dem anderen Duke. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Ihr wisst ja, was ich meine. Jetzt bin ich aber echt super gespannt, wie das aussehen wird, wenn das Fohlen auf die Welt kommt. Da ist dann halt wirklich mal Potenzial drin. Sowohl, was will sie jetzt? Durchfall wegen Panik. Oh, Cecilia. Da rennt aber jemand. Na, also das wird jetzt richtig, richtig spannend, sowohl wegen der Figur von Duke, weil er ja kräftiger ist. Ist er womöglich sogar ein Kaltblut? Sehe ich das hier in der Beziehung? Ne, ich sehe das hier nicht. Ich glaube, ich sehe das hier nicht. Ah ja, aber wie gesagt, Statur und die Farbe, das wird auf jeden Fall richtig interessant. Und lassen wir uns einfach mal überraschen, was dabei rumkommt. Was haben wir jetzt? Simda-Kontakt. Hey, möchtest du zu einem kurzen Abenteuer rumkommen? Fuck ja, ich komme vorbei. Entschuldige, nein, vielleicht ein anderes Mal. Echt? Fuck ja? Das steht so in Sims drin? Prinzipiell hätte ich es gemacht, aber sie, ach nee, sie hat ja noch Energie. Ich dachte, weil wir schon 9:30 haben, hat sie keine Energie mehr. Ja gut, das habe ich jetzt verkackt, ne? Ups. Na gut, mehr Glück beim nächsten Mal. Und damit sind wir auch beim Stichwort. Gucken wir einfach mal, was sich beim nächsten Mal so tut. Wir haben die Höhle noch. Wir erwarten schon wieder ein Fohlen. Wir haben noch einiges, was wir machen können. Wenn ihr vielleicht auch mal einen speziellen Wunsch habt, dann ab damit in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.